und herzlich willkommen zu einer Wanderung. Hui! Geht mal wieder ein bisschen was. Ich nutze die freie Zeit heute am Sonntag, während wir hier im Taunus unsere Weihnachtsfeiern machen. Ich blende euch das mal ein, wie das dann ausschaut. Und habe mich dazu entschlossen, von unserer Ferienwohnung im Ort Holzhausen über der A eine kleine 14 Kilometer Wanderung durch den Hochtaunus hier zu machen. Und es hat ein bisschen geschneit. Ich habe heute Morgen schon gesagt, es ist ein kolumbianisches Luftfrachtflugzeug explodiert, dass hier so viel weißes Zeug liegt. Aber naja. Und alle, die sich jetzt gerade erschrecken, so huch, was ist das? Wander-Content auf einem Energiewende-Kanal. Eigentlich ist es eher Energiewende-Content auf einem Wanderkanal. Aber da das sowieso alles miteinander zu tun hat, es geht ja darum, unsere Natur ein bisschen zu schützen und uns Menschen zu schützen bei der Energiewende. Von daher seht es mir nach, dass es heute mal ein Wandervideo gibt. Übrigens ist das hier kein fester Wanderweg, sondern ich habe mir das Ding selber so ein bisschen zusammengeklickt, wobei hier sehe ich gerade irgendein Blauwal als Zeichen. Das ist eher so eine Lachsforelle oder sowas oder ein Lachs, was auch immer. Ich kenne so ein kleines bisschen die Gegend. Hier auf dem Weg, auf dem ich laufe, machen wir im Rahmen unserer Weihnachtsfeiern immer die Fackelwanderungen. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich noch ein Bild und blende euch das ein. Das ist übrigens sehr, sehr spannend. Also wenn ihr Lust habt, Achtung Werbung, FP-Erlebnisse, schaut mal danach. Hüttenweihnacht, Taunus, und dann werdet ihr sicherlich fündig. Und wenn das fürs nächste Jahr was für eure Firma ist, so weihnachtsfeiermäßig. Ja, wäre doch bestimmt mal spannend, jemand hier aus meinem YouTube-Kanal auf einer dieser Weihnachtsfeiern zu treffen, oder? Viele Fichtenbestände borkenkäfermäßig dahin gerafft. Teilweise komplett ein Schlag hier. Ja, bis jetzt viel Forstweg gelaufen. Das ist entsprechenderweise ein bisschen langweilig. Deswegen gibt es auch nicht so viele Aufnahmen. Aber ich hoffe, jetzt wird es etwas spannender. Ich bin von einem Forstweg auf einem eher normalen Waldweg, also von einem Forstweg mit so Gravel abgebogen auf einen normalen Waldweg. Und hier liegen auch schon mal ein paar Stöcker quer. Das sind schon mal wieder, wie sagt man, erschwerte Bedingungen, genau. schauen wir mal, und gleich geht's in das Ahrtal oder über das Ahrtal, und zwar nicht das Ahrtal, das von dieser schrecklichen Flut getroffen worden ist, sondern das Ahrtal mit AAR, das hier unweit entfernt quasi sich entlang schlängelt. Jo, und es wird schon wieder
von der Wegbeschaffenheit ein wenig enger, ein bisschen hübscher. Na, guck mal. Hier ist sogar ein Pony drauf. Ja, gut. Oh, und hier sind wir wieder auf dem, ich zoome euch mal ran, auf dem A-Höhenweg mit dieser, was auch immer das ist, Lachsforelle oder so. Oh. Ja, da müsste jetzt gleich auch noch ein kleines Hütchen kommen. Mal gucken, ob das so übernachtungstechnisch eine Möglichkeit wäre. Oh. Ah. Da steht sie. Ein schönes kleines, ja, Aussichtshütlein. Ich schwenke euch mal einmal rum. Ja, so ganz so schick ist die Aussicht nicht. Aber wer will schon so ein paar schöne Eichen hier, die die Aussicht behindern, rausnehmen. Ja, ist doch ganz nett. Schauen wir mal, ob man hier auch übernachten könnte. Trocken ist sie. Das ist die Schutzhütte. Ahrtalblick. Ja, bitte sauber halten, wie immer. Stecken wir noch mal rein hier. Naja, ist so ein bisschen abschüssig, ne? Die Bank ist auch nicht allzu breit. So zur Not würde das gehen, aber ich glaube, ja, besser nicht. Ja, ich würde mir jetzt echt gerne einen Kaffee kochen und hier den Ausblick genießen. Stille ist leider nicht so viel, weil hier läuft die Bundesstraße unten entlang. Und dummerweise habe ich meinen Kaffee vergessen, beziehungsweise mein gesamtes Kochequipment, das habe ich zu Hause gelassen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich heute Lust habe zu wandern nach 3 anstrengenden Tagen Hüttenweihnachten hier im Taunus, aber... Ja, jetzt hätte ich Lust auf einen Kaffee und Lust auf Wandern hatte ich auch. Aber naja. Tschüss, Schutzhütte, Ahrtalblick. Weiter geht's. Und zwar, ja, folge ich jetzt dem Ahrtal. Und ja, so ein bisschen entlang auf der Höhe. Ui. Bergauf, wie Schnaufi. Ja, und hier soll es wohl einen schönen Ausblick geben. Gucken wir mal. Und zwar, naja, sieht man das? Ich zoome mal ran, soweit das geht. Das wird nicht zu pixelbreiig. Die Burgruine Hohenstein. Für die Ultralight-Freaks hier unter uns. Ich habe da mal ein neues Stativ aufgegabelt. Kostenlos mit Moos. Ja, geht doch. Ja, jetzt wird es hier spannend. Es geht nämlich ein bisschen, naja, bergab zu einem kleinen Aussichtspunkt, hoffe ich. Und da muss ich gleich runter. Okay, schauen wir mal, ob das will. Aber zuerst Aussichtspunkt mit Gebimmel. Klasse. Ja, schicki. Thank you.
Das wäre noch mal ein schickerer Blick auf diese Burgruine Hohenstein. Da hinten, was da gebimmelt hat, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Da ist eine kleine Kirche. Ja, das ist doch schön. Und ein bisschen Fernblick, naja, über das Ahrtal. Da hinten schlängelt es sich hin, gibt es hier auch noch. Im Sommer bestimmt ein lauschiges Plätzchen, hier gibt es ein paar kleine Bänke. Und hier kann man sicherlich auch eine schöne Kaffeepause machen, wenn man den Kaffee dabei hätte. Aber so ist das nun mal. Rauf geht's und dann schaue ich mal, dass ich da gleich runterkomme, ohne mich auf den Bart zu legen. Das wäre unangenehm. Ja, würde ich sagen, uiuiui, hinab ins Abenteuer. Gucken wir mal, ob das wohl will. Aber ich glaube, naja, ist doch ein bisschen rutschig. Aber, uiuiuiui, jetzt ins Rutschen geht. Gleicht man das durch Geschwindigkeit wieder aus, sodass der Schwerpunkt, uiuiui, ja, keine Zeit hat, sich zu verschieben. Weil kontrolliert laufen ist hier irgendwie nicht, aber es geht gleich auf den Weg wieder. Uiuiuiui. Und nochmal fix. Ui. Hui. So. Hui. Ja, das abgelaufene Profil meiner in die Jahre gekommenen, was ist das? Mammut Dukan mit GTX-Schuhe. Das ist, glaube ich, nicht mehr so das Wahre. Aber ich glaube auch mit meinen abgelaufenen, Lone Peak, ich glaube 4, 5, nee, ich glaube Lone Peak 5 hatte ich, ne? Wäre das auch nicht funktioniert. Die hatte ich übrigens überlegt anzuziehen, aber da ich keinen Bock auf nasse Füße hatte und auf kalte Füße, habe ich mich dann für die abgelaufene Gore-Tex-Variante entschieden. So, ich glaube, ich gucke noch mal kurz, ob ich noch auf dem Weg bin. Ja, wenn du zwischendurch nochmal einen Happen haben möchtest, vielleicht haben die ja offen. Schauen wir mal, ob ich dran vorbeikomme. Dummerweise habe ich neben dem Kaffee auch das Geld vergessen, weil ich mir gedacht habe, ach, da ist eh nichts. Ja, so ist das, wenn man seine kleinen Touren plant. Spontan am Frühstückstisch innerhalb von 15 Minuten mal eben schnell den Berg wächst. Zusammengeklickt. Ja, und die Bergfex-Route werde ich euch natürlich wieder verlinken, wenn ihr Interesse habt, diese Tour nachzugehen. Und ich werde euch, glaube ich, auch die ein oder andere Einkehrmöglichkeit, also irgendwie Pizzeria oder sowas in Hohenstein-Breithart, nochmal zusammensuchen, sodass man dann nach der Wanderung nochmal eben schnell was schmackofatzen könnte, wenn man da drauf steht, ne? Weil das ist so eine schöne Tageswanderung, 15 Kilometer, das macht Spaß. Naja. Ja, schade. Lieber Landgasthof Wiesenmühle, habe ich das doch richtig gesehen. Ihr liegt leider nicht, oder doch? Nee, ihr liegt leider nicht bei mir auf dem Weg. Ich muss da lang und zur Wiesenmühle geht's da lang. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut vorher kurz im Internet, ob die auch wirklich offen haben. Oh, und dann könnt ihr da einkehren, ne? Ja, ein kleines Bächlein.
im Sommer hier mit Wasserfilter. Könnte das auch eine gute Möglichkeit zum Resupply sein, wenn man ein bisschen Wasser nachtanken möchte. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt haben, aber lauern hier. 7,7, das heißt also 7,07. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte von meinen 14 Kilometern. Ja, das wäre im Sommer, wenn es heiß ist, doch schön. Wenn der natürlich dann Wasser führt, dieser kleine Bach hier. Ne? Das weiß man natürlich nicht. Ja, was mich wirklich begeistert hier, auch wenn es jetzt ein bisschen zugewachsen ist, sehe ich gerade. Aber es gibt hier überall ein paar Rastmöglichkeiten, was natürlich toll ist für so Kaffeefreaks wie mich. Ja, ansonsten ist die Wanderung hier nicht besonders spektakulär. Es gibt ab und zu mal einen schicken Ausblick. Und es ist sehr viel Forstweg. Ihr wisst, ich bin eigentlich mehr so der Single Trail Fetischist. Ja, man kann nicht alles haben. Aber es ist eine schöne, kurzweilige Wanderung. Wow. Ja, hui, schwindelig. Ja, gutes Eichenholz. Was hier vom Pilz befallen ist, hat scheinbar niemand abgeholt. Ich hoffe, das ist Eiche und ich irre mich da nicht. Ein bisschen schade, oder? So schönes Eichenholz. Gut, steht man heutzutage nicht mehr drauf. Aber man kann ja auch Eichenholz schön behandeln. Vielleicht ein bisschen gekelkt oder so. Dann hat es auch nicht mehr diesen super rustikalen Charakter. Naja. Vielleicht ist es aber auch einfach nur B-Ware oder so. Weil die Stämme waren natürlich nicht schön gerade, waren auch nicht besonders dick. Tja. Ja, schön. Hier gibt's wieder ein kleines Schutzhüttchen. Schutzhütte am Deutschmannsberg. Ja, ist zwar nicht so die Riesenaussicht, aber kleines Päuschen ist ja nicht verkehrt, ne? Ja, übernachten möchte man, glaube ich, ja auch nicht. Das ist dann eher so eine Schutzhütte, ja, zum Schutz gegen Unwetter oder so. Das wird hier schon sicherlich ganz gut gehen, aber zum Übernachten ist dies wahrscheinlich nichts. Aber probieren könnte man das vielleicht, man weiß es nicht. Ja, schöner Laubwald. Oder Laubmischwald? Nee, Laubwald, Mischwald, whatever. Das ist ja klasse. Schöne große alte Bäume. Ha, herrlich. Ja, ich bin mal gespannt. Hier wachsen Kunststoffbäume. Mal gucken, ob wir da reinfilmen können. Ich bin echt, das sind so natürlich für Bissschutz. Und mal gucken, was da drin wächst. Seht ihr da was? Mal versuchen rein zu zoomen hier. Zack. Na, was wächst denn da? Ja, das scheint irgendwas Laubmäßiges zu sein, das da wächst. Es hatte zumindest keine Nadeln dran. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video sehen konntet. Sonst gucke ich mal, ob ich das nochmal als Bild einblende. Ja, spannend. Hier die ganze Fläche, die hier aussieht, als ob jemand Plastik gepflanzt hätte. Alles voll mit Verbissschutz.
Das ist natürlich, glaube ich, auch so kostenmäßig eine ziemliche Hausnummer, wenn man bedenkt, dass man natürlich da ja die Käferfichten quasi ersetzt. Und ich blende euch mal um. Ja. Und hier sieht man natürlich auch, dass hier diverse Fichten gefällt wurden, um den Borkenkäfer ihr wisst schon, was ich meine. Und hier liegen natürlich die Fichten hier rum, ne, wo der Borkenkäfer und diverse andere Sachen dann genüsslich geschmackofatzt haben. Na, da habe ich mir doch noch ein bisschen Single-Trail-Charakter hier beschert, auf einem nicht mehr ordentlich genutzten Waldweg. Meine kurze kleine Wanderung nähert sich langsam dem Ende und Zeit für ein kleines Fazit. Ich mache diesmal kein 5-Punkte-Fazit, weil es ist nur eine Tageswanderung. Aber ja, Punkt Nummer 1 des Fazits, wie immer, wie finde ich das hier mit der Landschaft? Ja, abwechslungsreich. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich drehe euch gleich mal eben um, einen schönen Blick hier über den Taunus. Das ist eigentlich ganz klasse. Ich bin jetzt mal nicht im Wald. Auch die Waldstücke waren schön. Ab und zu natürlich Borkenkäferopfer, aber es wird schon sehr viel in die, wie ihr gesehen habt, in die Wiederanpflanzung von Laubbäumen gesetzt. Und das ist ein sehr, sehr, also insgesamt sehr viel schöner Laubmischwald, der hier ist, finde ich super klasse. Ja, und natürlich so auf diesem A-Höhenweg war das natürlich auch mit dem Blick auf die Burg Hohenstein und so auch eine wunderschöne Sache, fand ich. Das war klasse. Zum Weg, ne, das war ja einer meiner Lieblingspunkte. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist viel Forstautobahn, also viel Schotterweg. Aber gut zu laufen. Der Schotterweg ist nicht durch irgendwelche Rückefahrzeuge oder so stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das ist schon mal sehr positiv für eine Wintertour oder für eine Tagestour. Eigentlich ganz klasse. Fand ich schon mal super. Was den Resupply angeht, nicht viel. Vielleicht ein paar Bucheckern oder so. Man kam so an einer kleinen in einem kleinen Bachlauf vorbei. Da waren aber auch ein paar Äcker obendran. So weiß man nicht, ob man da was trinken sollte. Sah relativ extensiv bewirtschaftet aus. Also nicht so wie bei uns im Emsland, dass da gleich auf so ein Acker ungefähr 100 Schweine kommen oder so. Also weil ja Schweinemast hier im Emsland relativ stark vertreten ist. Also man könnte mit dem passenden Filter da sicherlich mal was abzapfen. Gut, dann, ich glaube, diese Wiesenmühle war das, ne, wo man essen gehen konnte. Das wären 15 Minuten Umweg gewesen, also 30 Minuten. Wäre bestimmt eine gute Möglichkeit gewesen, kann ich aber gerade nichts zu sagen. Aber für 14 Kilometer braucht es auch nicht unbedingt ein Resupply. Ja, Schlafmöglichkeiten, die beiden Schutzhütten, die ich euch gezeigt habe, laden jetzt nicht so wirklich zum Schlafen ein. Aber bei 14 Kilometer, ne, wie auch beim Resupply, das braucht man nicht unbedingt. Da kann man auch sicherlich sehr gut ohne klarkommen. Ja, ansonsten würde ich sagen, klasse Tour. Hat mir gut gefallen insgesamt. Was meine Fitness angeht, das war ja immer noch so ein bisschen einer der Fazitpunkte. War ja relativ easy. Ich merke aber schon,
dass ich bezüglich Wandern wieder fitter werden muss. Ich bin die letzten 4 bis 5 Monate nur mit dem Rad gefahren, weil ich einfach keine Lust auf zu Fuß hatte. Aber ich glaube, ich habe wieder Blut geleckt. Es macht wieder Spaß. Und ja, es wird jetzt zu Hause ein bisschen trainiert, damit ich so im Februar, März vielleicht die erste Tour machen kann. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich auch mein Fahrrad fit und mache zuerst eine Radtour und dann eine Wanderung. Das wird sich aber zeigen, ja, je nachdem, was so du normalerweise auf meinem Kanal bist, weil du gerne etwas über meine Energiewende im Büro erfahren willst und es bis hierhin geschafft hast. Es kommt wieder was. Sobald meine Bürofläche trockengelegt ist, bin ich da auch wieder bereit, was zu machen. Ich glaube, das nächste wird ein Batterietest sein, aber naja, ist auch egal. Ja, wenn dir dieses kleine Video gefallen hat, ne, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr, sehr freuen. Wenn du ja Richtung Wanderungen keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Was so kommt an Wanderungen, weiß ich noch nicht. Es wird vielleicht das ein oder andere Winterding geben. Schauen wir mal. Und wenn du schon ein Abo da lässt, Glocke klicken nicht vergessen, wäre auch klasse. Dann bekommst du definitiv ja eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. An dieser Stelle bedanke ich mich also fürs Zusehen. Ich glaube, der Akku meines Smartphones ist gleich leer. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest, entweder zu einem Wander- oder Fahrradvideo oder auch zu einem Video der Energiewende bei mir im Büro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, es schneit sich gerade so richtig ein. es schneit ein bisschen mehr. Jetzt bin ich doch ein bisschen, von mir selber enttäuscht, dass ich meinen Tieftemperatur-Schlafsack, also mein Wanderequipment und meine Luftmatratze nicht mitgenommen habe. Es wäre jetzt bestimmt cool, hier irgendwo im Schnee zu übernachten. Das würde mich ja schon reizen. Ach, schade. Da war doch noch eins. Die Anfahrt habe ich vergessen. Bushaltestelle gibt es direkt hier am Start. Ich weiß nicht, wie oft der Bus fährt. Ich versuche mal, euch dann das Ding entsprechenderweise zu verlinken. Gut.